Hallo zusammen, ich habe hier einen Produkttest und zwar habe ich die L'Oreal Age Perfect Foundation getestet, beziehungsweise das ist keine richtige Foundation, sondern das ist ein straffendes Make-up-Balm mit Kollagen. Und wenn ihr wissen wollt, was mein Fazit ist zu diesem Make-up-Balm, dann bleibt doch einfach dran. Der Age Perfect straffende Make-up-Balm in der Farbe 01 Fair ist eine 4-in-1 Foundation von L'Oreal. Dabei kaschiert das leichte Make-up etwa Rötungen und Pigmentflecken, gleicht darüber hinaus aber auch Unebenheiten aus und glättet optisch kleine Fältchen. Dadurch entsteht ein straffendes Hautgefühl oder Hautbild, während die Balm zu Cremetextur ein natürliches Make-up-Ergebnis hinterlässt. Die leicht deckende Foundation für reife Haut sorgt für ein strahlendes und samtig weiches Finish ohne Maskeneffekt. Ich werde versuchen, das Make-up mit Pinsel oder mit Schwämmchen aufzutragen. Erstmal gehe ich mit tupfenden Bewegungen mit der Creme über meine Haut. Das heißt also, die Rötungen möchte ich erstmal so abdecken, so gut wie es geht. Und der Auftrag ist wirklich sehr einfach. Also es fühlt sich wirklich sehr, sehr nicht cremig, sondern tatsächlich wie ein Serum an oder eben ein Balsam. Die Verteilung ist gut. Es ist kein Reiben, sondern die Finger gleiten tatsächlich ganz leicht über die Haut. Und die Creme lässt sich eigentlich sehr gut verteilen. Ich habe jetzt erstmal die eine Seite damit behandelt, um zu sehen, ob es überhaupt einen Unterschied gibt. Ich finde, man erkennt schon einen Unterschied. Und hier möchte ich gerne probieren, diese eine rote Stelle abzudecken, um einfach zu schauen, wie hoch die Abdeckung ist oder die Deckkraft. Und ich finde das Ergebnis sehr gut. Es reicht aber nicht, wenn man nur mit den Fingern mit dem Balm über die Haut geht, sondern ich empfehle da, das Make-up-Ei zu benutzen und den Balm einzutupfen. Das gibt eine höhere Deckkraft, finde ich, und es lässt sich einfach besser verteilen. Mit dem Pinsel wird es nicht funktionieren, weil der Pinsel einfach zu stark ist und es besteht die Gefahr, dass der Pinsel dieses Balsam nicht gleichmäßig aufteilt. Jetzt habe ich meine Hände abgetrocknet und möchte gerne wissen, wie gut dieses Balsam eingezogen ist. Und meine Hände sind noch immer sehr cremig. Und wenn ich mit dem Finger wieder über die Haut gehe, dann sieht man Streichspuren. Das heißt also, das Balsam zieht nicht komplett ein, zumindest nicht sehr schnell. Kurzer Zwischenruf, ich finde, man sieht auf jeden Fall viel frischer aus, weil jetzt bei Tageslicht, irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich hier so im Spiegel mich anschaue, dass, wie soll ich sagen, alles frisch und saftig ist. Wisst ihr, was ich meine? Das Ding ist aber, es muss ja auch halten und deswegen werde ich jetzt mal ausprobieren mit einem Puder drüber zu gehen und mal gucken, ob das dann die Haltbarkeit verlängert oder man muss tatsächlich hingehen und ganz, ganz lange warten. Vielleicht zieht dann dieser Balsam ein, aber es ist eben ein Balsam. Balsam ist nun mal eine Pflege, eine getönte Pflege, würde ich sagen. Da kann man jetzt nicht unbedingt erwarten, dass die wirklich lange hält. Aber so vom Optischen her sieht das richtig schön aus. Ich gehe jetzt mit dem Puder drüber. Dann, du siehst gut aus. Im Spiegel.
man sieht natürlich, dass diese Seite auf jeden Fall matter ist, aber trotzdem sieht man immer noch frischer aus als im Vergleich zu kein Make-up, als im Vergleich zu vorher. Also ich finde, das hat eigentlich ganz gut abgedeckt alles. Es ist keine hohe Deckkraft. Es ist eher eine leichte Deckkraft, aber man kann es sehr gut aufbauen, finde ich. Und wenn man dann hinterher noch mit Puder drüber geht, sieht es immer noch gut aus, finde ich. Jetzt werde ich mich zu Ende schminken und dann melde ich mich wieder zurück. So, ich bin jetzt fertig geschminkt und es ist circa eine Stunde vergangen, nachdem ich das Make-up-Balm aufgetragen habe. Ich bin ja nachher mit dem Puder drüber gegangen, um das Ganze zu setten und dem Ganzen ein bisschen mehr Haltbarkeit zu geben. Hat eigentlich ganz gut funktioniert. Wenn ich jetzt hier so drüber gehe, geht auch nichts ab. Ja? Ohne Puder sieht es eigentlich ganz anders aus. Aber das ist normal. Ja? Das ist wirklich wie eine Creme. Und wenn die Creme nicht komplett eingezogen ist, dann und mit den Fingern drüber geht, dann geht die Creme ab. So, und das ist bei diesem Balm, finde ich, ebenfalls so, wenn man nicht mit dem Puder drüber geht. So, von der Optik her, wenn ich mich jetzt in den Spiegel schaue, sieht das echt gut aus. Hätte ich jetzt nicht gedacht von einem Balm. Aber ich bin ja auch mit dem Puder drüber gegangen. Ich finde, alle Rötungen, die ich hatte oder die mich gestört haben, die meisten sind weggegangen. Und so finde ich es, es ist ein ganz gutes Ergebnis für den Alltag. Wer natürlich mehr Deckkraft haben möchte, wer mehr Haltbarkeit braucht für den ganzen Tag, dem ist das jetzt nicht zu empfehlen. Dann muss man einfach zu einer normalen Foundation greifen. Aber ich finde, für den Alltag ist das ein ganz tolles Produkt. Warum? Weil das eigentlich ganz schnell aufgetragen ist, wie eine Creme. Ja, man hat seine Pflegeroutine vorher gemacht und lässt die Pflegeroutine normalerweise auch gut einwirken. Sonst wird das, glaube ich, zu viel, wenn die Tagespflege nicht gut eingezogen ist. Und dann geht man mit diesem Balm drüber. Entweder mit den Fingern wie eine normale Tagespflege oder, was ich empfehle, um die Deckkraft so ein bisschen zu erhöhen und die Rötungen verschwinden zu lassen, dass man dann tatsächlich mit so einem angefeuchteten Schwamm reingeht und das Ganze dann in die Haut einarbeitet. So rutscht das nämlich nicht hin und her. Wenn man das mit den Fingern aufträgt, sieht man immer noch die Spuren, die Streichspuren. Wenn man diesen Pinsel jetzt benutzt, wird es natürlich noch schlimmer. Also das muss man mit dem Schwämmchen eindrücken, einarbeiten und meine Empfehlung, mit dem Puder nochmal drüber gehen. Das Aussehen, was bringt es überhaupt? Erstens bringt es oder soll es diese Straffung bringen, wenn man das tatsächlich jeden Tag anwendet, da ja Kollagen drin ist. Und ich finde, es verspricht ja, verfeinert, gleicht aus, glättet, strafft die Haut mit der Zeit. Es verfeinert. Also meine großen oder vergrößerten Poren sieht man nicht so stark. Es glättet, finde ich auch. Ja, es gibt einen Blurring-Effekt, finde ich. Und es glättet optisch in erster Linie. Bei einer Langzeitanwendung kann es sein, dass es dann auch glättet, aufgrund des Kollagens, und strafft die Haut mit der Zeit. Kommen wir zum Punkt. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, wenn man mit Puder drüber geht. Und das für den Alltag. Haltbarkeit würde ich sagen, wenn man nicht zu viel mit einem Rollkragenpullover hin und her spielt oder mit einem Schal drüber geht, was aber bei normalen Foundations ebenfalls der Fall ist, dass sie dann abgeht. In solchen Situationen dann absolut, ja, finde ich gut. Kann man empfehlen. Und das Tolle ist dieses Gefühl auf der Haut. Kein Make-up. Ich habe kein Make-up drauf. Ich fühle nichts. Im Übrigen habe ich das Produkt selbst gekauft, selbst bezahlt und ist nicht gesponsert.
Sehr schön. Gefällt mir ganz gut. Für den Alltag gefällt es mir wirklich sehr, sehr gut. Das war's auch schon. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.